Und wieder bei Kingdoms Reborn mit mir, eurem Ziggoro, angekommen. Und wir fangen neu an. Ich habe mir schon eine Startlocation ausgesucht. Hier gibt es unter anderem Kotten, Baumwolle. Hier gibt es einen Fluss für Süßwasser. Das heißt, wir können hier, denke ich, auch dann Lehm und alles machen. Am Eisen in der Nähe, wir haben viele Steine in der Nähe und hier oben sogar so ein Crates. Crates that may contain valuable resources. Wenn wir da hinkommen, kriegen wir Ressourcen. Da haben wir einen Bauplatz. Viel Holz. Für Minen ist auch gesorgt. Und wir hätten sogar weitestgehend hier unten sogar noch mehr Platz. Also wir könnten uns erweitern. Das heißt, ich ziehe uns jetzt dahin. So, als erstes kümmern wir uns natürlich wieder um einen Fischer. Wallnahrung. So. Dann hätte ich gerne noch einen Hunter. Und einen Fruit Gatherer. Ja, oder sogar zwei. Und wir ziehen jetzt hier fleißig unsere Häuser schon mal hoch. Der Fischer steht auch. Das ist ganz schön teuer, ne? Aber ich brauche das auch. Aufgrund der perfekten Lage. Aber wir könnten auch das erstmal nehmen. Na, komm her hier. So. Förster ist sowieso angebracht. Den nehmen wir uns mal dazu. Und es regnet. So, jetzt gucken wir gleich als erstes mal hoch, wo nächste Dörfer wären. Hier unten. Da, 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 also weit weg. Wir haben kein Problem mit einem Dorf, was uns irgendwas wegnimmt. Das ist gut. Zeigt er mir eigentlich an, wie viel Holz ich damit markiere? Nee, leider nicht. So, der Jäger ist gleich fertig. Hier kriege ich viele Früchte raus. Wenn ich hier meine Stadt baue, kriege ich da rechts ganz viele Früchte raus. Das wäre super. Thank you.
ist ja. Somit haben wir Nahrung, Holz, Lagerplatz und die ersten Gebäude, damit immer weniger Leute obdachlos natürlich sind. Ich glaube, die Musik hatte ich schon mal leiser gestellt. Also wenn wir was im Lager liegen haben, ist es Nahrung. Und Medizin. Es entsteht langsam was. So, also wir versuchen natürlich, wie bei dem letzten Durchgang, so schnell es geht, an die notwendigen Ressourcen zu kommen. Deswegen will ich auch diese Holzkohle ganz schnell herstellen. Das heißt, wir brauchen ganz flott genug Förster, die hier Holz fällen, und auch zusätzlich möchte ich hier die Früchte sammeln. Und vielleicht so ein paar weitere Fischer hier. Das sind auch Steine, die können wir auch abfarmen durch Quarries. Ist auch nicht schlecht. Oder kann ich die so? Doch, die kann ich doch so auch mitnehmen, ne? Ja. Wir müssen doch denken, Nahrung und Medizin, dann geht es uns eigentlich gut, wenn wir damit dabei bleiben. Na ja, lassen wir erstmal die entfernen. Das hier noch abbrechen eigentlich? Cancel. So. Und wir haben keine Obdachlosen mehr. Sehr gut. Alle haben ein Haus über dem Kopf. Wir können gar nicht genug Holz haben, also bitte alles ranschaffen. Die Taverne ist auch fertig. Zurzeit haben wir keine Karte, die da rein kann. Aber wir haben einiges an Steinen jetzt, oder? 100. 2, 4, 6, 8, 10 und gleich nochmal mehr. Nochmal 20 Steine, dann sind die ganzen Häuser sogar geupgradet und sind dann heißer. Also auf längere Zeit heizen die besser.
Das haben wir letztes Mal ja auch länger versäumt. Oh, wir haben noch genug Baustellen gerade hier. Das Immigration Office muss auch noch errichtet werden, damit wir mehr Leute kriegen. Schade. Ah, unsere Statistik steigt auf jeden Fall vom Income. Das ist wichtig. Finanziell gesehen ist das ganz, ganz wichtig. Ich glaube, die Anfänge, die fallen mir schon leichter im Moment. Unsere Lager sind schon wieder voll. Echt irre. Am Anfang hat man so viel Nahrung. Kann ich das hier auch für Nahrung kaufen? Ja. Frage war jetzt, was war das? Ah ja. Pottery Crates. Wood Crates. Javelry Crates. Wood. Definitiv. Instant Wood. Vielleicht können wir auch mal ein bisschen was verkaufen. Wie wäre es, wenn wir ein bisschen Orangen verkaufen? So. Was meint ihr? Der Start ist doch aber bis dato gelungen, oder? Was machen die anderen KIs nach dem Update? Es gab nämlich eins. Ah, nix. Ah, die haben schon mehr Produktionsgebäude errichtet. Die bauen immer neben die Produktionsgebäude direkt Lagerstätten. Das hat auch mal jemand vorgeschlagen, ne?
machen. Mal gucken. Drehen wir mal ein bisschen schneller, damit die Gebäude fertig werden. So können die nämlich, glaube ich, mehr produzieren. Wenn ich hier zum Beispiel sage, disable all und dann allow fish. Fish. So. Disallow, allow. Die Orangen da. Disallow, allow. So kann man nämlich seine Lager auch dementsprechend variieren lassen. So. Brauche ich gerade nicht. So, es friert. Die Fischer können da nicht mehr arbeiten. Und es fehlt, so wie es aussieht, massiv an Holz. So, erlaub mir jetzt hier Wood und Charcoal. So, jetzt haben die hoffentlich genug Holz bei sich in die Wohnungen gehauen, in die Häuser gehauen. Ja, und jetzt haben wir das Jahr geschafft. Und meine Lieben, ich denke, das war ein guter Start. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Kingdoms Reborn. Bis bald und tschüssi.